Um zu sein, braucht es mehr als das Sichtbare, das, was wir anfassen können, das, was wir typischerweise mit unseren Sinnen wahrnehmen. Um zu sein, braucht es tatsächlich mehr als das Sichtbare. Beziehungsweise Untertitel jeweils des Beweisbaren. Als Menschen wollen wir ja gerne sagen, so ist es, nur so kann es sein. Das ist der Sinn dieser Dinge und ich zeige dir dies und jenes und so weiter und wir durchdringen etwas und erforschen eine Zelle oder wir erforschen das Weltall oder wir erforschen die Elemente in der Chemie oder den Menschen samt seiner Seele und seinen psychischen Funktionen, Verhaltensweisen und so weiter. Aber das Sein, das ist interessant, ist ja ein Zustand, ein besonderer Zustand, dieser dingliche Zustand, so wie das Wasser hier vor mir, das ich berühren kann, so wie die Glocke, die dort hinten jetzt an diesem Sonntag läutet, so wie die Autos, die auf dieser Schnellstraße fahren, so wie die Natur, die um mich ist. Alles ist in dem Sinne eines Seinszustandes. Und wenn wir Sein definieren, das ist das Interessante an unserem menschlichen Dualismus, dann gibt es auch ein Nicht-Sein. Oder es gibt eine Leere. Oder es gibt einen Zustand, der das alles bedingt, aber für uns nicht zugänglich ist. Also das Sein und das Nichtsein. Und es war immer wieder zahlloser Anlass, mit dem sich Menschen wegen dieser Sache beschäftigt haben. Shakespeare, Sein oder Nichtsein, Heidegger, wem wir andenken, Spiritualität, natürlich Religion, der Gottesbegriff. Und sonst was irgendwo in der Art. Es geht immer wieder um die Existenz des Existenziellen. Es gibt meinetwegen jetzt auch in der Philosophie einen Existenzialismus. Und es gibt eben das andere, das Nichtsein. Das ist interessant. Dualismus trägt für uns als Menschen in unserer Erkenntnisfähigkeit die Welt. Wenn wir da mal ein paar Fragen stellen und darüber reflektieren, das könnte ganz interessant sein. Um zu sein, braucht es, wie gesagt, mehr als das Sichtbare. Wo ist der Ursprung? Urknall und Co. Oder Schöpfer, Schöpferisches, Gott als Schöpfer, wer auch immer als Schöpfer. Wo ist der Ursprung von allem? Gibt es überhaupt einen Ursprung? Können wir Ursprung denken? Können wir ihn linear denken? Wir sind sehr gewohnt als Menschen, die Dinge ursprünglich zu sehen. Es hat irgendwann mal was angefangen und dann erzählen wir Geschichten von diesem Anfang bis in eine Gegenwart hinein. Wir fantasieren, wir entwerfen in die Zukunft. Aber immer wieder die Frage, gibt es etwas Ursprüngliches oder gibt es gar keinen Ursprung? Gibt es nur einen Kreis? Gibt es nur einen Punkt? Gibt es etwas, was jenseits des Punktes ist? Sind die Dinge nicht letztendlich in einem Kreislauf, in einer ewigen Bedingung, in einem Rad? Es ist interessant, dass Menschen immer wieder das Rad auch erfunden haben und insofern der Ursprung begrenzt ist. Alles ist kreisförmig, alles in dem Sinne systemisch, wenn wir das Systemische denken. Beziehungsweise gibt es vielleicht einen Ursprung. Urknall und Co. bedeutet der Urknall, wird in der Physik oder wurde in der Physik postuliert. Mittlerweile wird ja so ein Stückchen bezweifelt auch. Und das ist ja immer wieder eine Veränderung, ein Wandel, der entsteht. Immer wieder neue Sichtweisen, die passieren. Davon lebt ja Wissenschaft. Oder ist es eben das Schöpferbewusstsein, das irgendwann mal geschöpft hat. Am Anfang war das Wort und das Wort war der Geist und bla bla bla. Und derjenige hat geschöpft oder Gott hat geschöpft, wer auch immer. Das Schöpferische an sich. Ich persönlich neige dazu, zu empfinden und zu denken, dass eine Schöpfung immer gewesen war, immer, eine Ewigkeit, ein immerwährendes Sein, ein immerwährender Zustand, egal aus was er bedingt ist. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden oder selber vor allem empfinden. Das ist der Sinn unserer Existenz, dass wir es durch unsere persönliche Existenz tatsächlich empfinden können. Wir leben im Seinszustand oder im Existenziellen tatsächlich nur im Sehen. Wir sehen etwas, dadurch begreifen wir etwas. Wir leben ja in einer sehr starken Bilderwelt zurzeit. Es ist sehr interessant, dass das so stark geworden ist in der Virtualität, nicht nur in der Kunst. Jeder kann Bilder machen, jeder kann Bilder erzeugen, beliebig.
Wir leben nur im Sehen. Nur das, was ich sehe, zählt. Oder das, was ich, wie gesagt, in den anderen Wahrnehmungen empfinde. Es ist praktisch ein Zustand des Kommens und Gehens. Die Dinge kommen und gehen, sie entstehen und sie vergehen. Jemand wird geboren, jemand stirbt. Ein Kommen und Gehen, eine ständige, stetige Veränderung, eine Dynamik, ein Wandel, der allem zugrunde liegt. Wir kennen als Menschen, das können wir ganz getrost sagen, eigentlich nur Materie. Das ist das Dingliche, das uns umgibt. Das ist das Leben, in dem wir atmen, in dem wir uns bewegen, in dem wir konditioniert werden, wo sich praktisch ein Stoff in den anderen verwandelt, wo Verbindungen entstehen, Begegnungen entstehen, jetzt auf der menschlichen Ebene der Begegnung oder tierischen Ebene, ist egal. Das Sichtbare scheint und verspricht alles. Nur das Sichtbare ist. Wir sind geneigt, als Menschen zu denken, zu postulieren, dass nur das Sichtbare scheint und dadurch eben alles verspricht. Alles andere ist nicht. Oder wir sind geneigt zu denken, dass das eben nicht ist. Denn nur das ist ja für uns da. Das ist interessant. Warum ist es für uns da, auch in unserer Wahrnehmung? Beziehungsweise haben wir noch andere Wahrnehmungsmöglichkeiten? Das Sichtbare scheint und verspricht alles. Es erzeugt weiteres Begehren. Wenn wir etwas sehen, dann haben wir ein offenes Interesse dafür. Wir wollen dem begegnen, wir wollen es durchdringen, wir wollen es haben, wir wollen es besitzen, wir wollen es vielleicht besiegen, wir begehren es, wir wollen mit ihm Sex haben, mit ihr Sex haben und so weiter. Also ein Begehren im weitesten Sinne, wir wollen etwas essen, wir haben Hunger, wir haben Bedürfnisse. Und dann erzeugt das alles, was uns da umgibt, ein Begehren. Das Nicht-Sichtbare hängt vom jeweiligen Bewusstseinszustand ab, der wiederum von der eigenen Existenz abhängig ist. Wenn wir jetzt schreiten zu dem Nicht-Sichtbaren, dann ist es interessant, wenn wir schon mal in einem Dualismus leben, das ist eine gewisse Logik, der man folgen kann, dann bedeutet, es ist ein Seinszustand und dann könnte eben der Nicht-Sein-Zustand auch da sein. Also das Nicht-Sichtbare in diesem Sinne hängt vom Bewusstseinszustand ab. Vom jeweiligen Bewusstseinszustand der Art der Existenz, der jeweiligen Existenz, der wiederum von der eigenen natürlich Existenz abhängig ist. Wir kennen Atome, wir kennen Atomteile, wir kennen Quanten, wir kennen Wellen und wir bemerken, je mehr wir in Materie eindringen, in das Sichtbare eindringen, in das Dingliche eindringen, einen Zustand von Leere, da ist nichts. Allein wenn wir ein Atom betrachten, dann können wir sagen, dass die Strecken innerhalb des Atoms, der Atomhülle, ziemlich leer sind und ziemlich weit voneinander entfernt sind, bis dann der nächste Teil eines Elementarteilchens kommt und sich bewegt, darin bewegt. Die Bewegung ist ja das Interessante in Atomen. Alles ist in Bewegung, in einer kreisförmigen Bewegung. Alles kreist umeinander, alles, nicht nur das Atom oder die Atomteile. Innerhalb der Leere oder der großen Leere, die alles tatsächlich umfängt oder durchdringt, genauso wie im Makrokosmos, wenn wir das in den Galaxien sehen. Was aber ist Leere oder was könnte Leere sein? Wir können getrost sagen, aus unserer heutigen Anschauung heraus, dass Leere das Häufigste ist. Das Häufigste, das vorhanden ist. Die Dinge sind eigentlich leer. Das ist das, was zum Beispiel im Buddhismus schon lange lehrt oder andere Spiritualitäten. Die Dinge sind leer. Sie sind leer in unserer Anschauung von dem, was wir da bemerken. Ein leerer Zustand, der natürlich nicht wirklich leer in unserem Sinne von leer ist. Also in unserem menschlichen Sinne von leer, von Leersein. Da ist ja auch etwas, da ist etwas, ich betone das. Aber in dem Sinne unserer sichtbaren Welt, unserer materiellen Welt ist es, oder verglichen mit dieser sichtbaren und materiellen Welt, ist das leer. Das Leere als Häufigstes. Und natürlich damit die Frage, was erzeugt denn Leere? Oder blicken wir nicht durch? Können wir es nicht wissen?
Ist es unserer Existenz verschlossen? Ist unsere Existenz dadurch begrenzt und wir könnten uns nur mit unserer Existenz begnügen, was ja auch sehr wichtig ist und realistisch ist? Aber interessant ist trotzdem die Frage, was erzeugt Leere oder blicken wir nicht durch? Ist Leere leer im Sinne des Nicht? Und was ist das Nicht? Das Nicht hat ja auch etwas. Und das ist interessant, auch in einer Wissenschaft, die versucht, die Dinge zu untersuchen, zu sagen, naja gut, da ist Leere, aber irgendwo kommt dann doch ein Teilchen. Wenn wir an den Large Collider denken in Genf, in dem man eben die Dinge aufeinander praktisch nur beschleunigt, das ist ja ein großer Teilchenbeschleuniger, nichts weiter, dann ist da eine ganze Weile Leere und plötzlich kommt ein Teilchen, ein Higgs-Boson meinetwegen oder was anderes, wenn wir da in Physik als Wissenschaft hineingehen. Und dann kommen wieder Teile, sind wieder Teile vorhanden. Wir wissen sehr gut in der Physik oder in der Quantenphysik oder in diesen Grenzbereichen zwischen der typischen traditionellen Physik und der Quantenphysik, dass 70% aller Dinge dunkle Energie sind. 70%, also der große Teil dessen, was ein Universum ausmacht. Egal ob im subatomaren Bereich, also im kleinsten Bereich oder im größten Bereich. 70% der Dinge sind Energie, aber Leere, dunkle Energie. Was also erzeugt Leere? Wir kommen immer wieder auf diese Frage, was erzeugt Leere? Beziehungsweise in diesen Zusammenhängen natürlich auch, was ist der Sinn ihrer Existenz? Was ist der Sinn der Existenz von Leersein? Oder wie ist der Zusammenhang zwischen Sichtbarem und Leere? Der Zusammenhang, die Bedingung, der Sinn, eben der Zusammenhang zwischen Sichtbarem und der Leere. Also zwischen dem, das ist und das, was nicht ist, was leer ist. Wie bedingen sie sich wechselseitig? In welchem Bezug stehen sie? Ein wie auch immer gearteter Kreislauf zum Beispiel. Die Frage könnten wir stellen oder die Feststellung können wir machen. Ein wie auch immer gearteter Kreislauf, der sich bedingt. Ein Kommen und Gehen, ein Kommen und Gehen. Aus dem Nichts kommt etwas Sichtbares. Plötzlich entsteht der Urknall. Der Urknall wird zurzeit in der Physik durchaus auch bezweifelt, wie das so ist in Wissenschaften. Das ist ganz normal, es schreitet ja alles voran. Wir können nicht sagen, nur damals vor 13,5 Milliarden war der Urknall. Sondern es kann sein, dass ein Urknall stets und ständig stattfindet, in jedem Augenblick. Zeitenlos eigentlich auch. Und insofern bedingt sich dann nicht Sein und Sein. Also wie gesagt, wir sind sehr geneigt als Menschen, einen Ursprung anzunehmen. Aber das ist ein lineares Denken, ein eingeschränktes Denken. Oder wir könnten natürlich auch die Frage stellen, es ist immer eigentlich dasselbe in einer anderen Gestalt. Etwas kommt aus dem leeren Zustand immer wieder in einer anderen Gestalt, in einer Veränderung, in einem Wandel. Oder Leere als Hoffnung. Leere als Hoffnung und Verlass auf etwas Umfassenderes, auf etwas Durchdringenderes, auf das Absolute, auf die eigentliche Heimat aller Dinge, möglicherweise. Ja, alles in diesem Schöpferwille bezeichnen wir diesen Zustand so. Denn das, was wir nicht kennen, sagt und bewirkt und trägt vielleicht alles. Das könnte ja sein, denn das, was wir nicht kennen, was wir nicht wissen, was wir nicht bemerken, was wir nicht sehen, sagt und bewirkt und trägt vielleicht alles. Das ist die Antwort auf das Sein. Eine Antwort, die aber gleichzeitig im Dunkeln bleibt. Ein Vertrauen, eine Geborgenheit. Weil wir seinen Sinn nicht verstehen können. Wir können den Sinn der Leere oder der Schöpfung, des Schöpferwillens, damit des Göttlichen, Gott und so weiter, nicht verstehen. Wir können ihn nicht begreifen, weil es eigentlich widersprüchlich zu unserer Existenz ist. Wir können das nicht wissen, weil es uns in sich trägt. Denn wenn wir alles wüssten, würden wir mit allem beliebig als Menschen umgehen. Diese Menschheitserfahrung
haben wir zu Genüge gemacht. Und das ist interessant, wenn man einigermaßen historisches Bewusstsein hat, dann wird man sehr schnell erkennen, mein Gott, was tun Menschen alles? Was tun sie alles? Perfides, Schreckliches, Kriegerisches, Zerstörerisches und so weiter. Wie genauso auf der anderen Seite das Gute, weil sie einfach duale Wesen sind. Und dann könnten wir eben durchaus argumentieren und zu Recht sagen, wenn wir alles wüssten, würden wir mit allem beliebig umgehen. Wir hätten zwar vielleicht eine Vernunft, eine Moral, eine Ratio, eine Integrität, ein spirituelles Bewusstsein. Aber auch da fängt es schon an, holprig zu werden. Wir haben tatsächlich diese Möglichkeiten auch der Tugend. Ein großer Teil von Philosophie ist Tugendhaftigkeit auch, oder ist ein guter Teil davon. Aber wie gesagt, wenn wir alles wüssten, das können wir durchaus folgern aus all dem, würden wir mit allem beliebig umgehen. Und genau das bedeutete für uns Menschen Dualität mit all ihren Folgen, mit all ihren Schwierigkeiten, mit diesem Faustbewusstsein, was ja schon Goethe bewegt hat, wenn ich alles durchdringe und durchdringe und wissen will, dann gelange ich irgendwann mal an den Punkt, dass ich zwar das Wissen mitgeteilt bekomme, dass ich aber im Chaos ende, also in dem Teuflischen, in dem Diabolischen, in dieser Symbolik, in dieser gemeinten Symbolik. Sein braucht die Geborgenheit im Nichtsein. Ich sage mal diesen Satz. Sein, jeglicher Seinszustand, braucht die Geborgenheit im Nichtsein. Und damit in dem Vertrauen des Nichtseins, ein Urvertrauen, ein Ursprung, eine Ursprünglichkeit, in die wir wiederkehren und wiederkehren und wieder hineingehen. Sein braucht die Geborgenheit im Nichtsein. So wie das Kind die Geborgenheit in seiner Mutter hat, deren Mütterlichkeit es nicht ist und nicht weiß, aber ständig empfängt. Eine Mutter bleibt immer eine Mutter, ein Kind bleibt immer ein Kind. Das ist der Ursprung. Und ich glaube, diese Analogie, die kann man ganz gut begreifen, in dem Sinne von Nicht und von Sein. Beziehungsweise, wenn wir diese Feststellung machen, um zu sein, braucht es mehr als das Sichtbare. Und damit eben jenseits des Beweisbaren, des Umgänglichen,